So, und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von OMSI 2, den Omnibus Simulator. Euer Matthias ist wieder am Start und letztens sind wir Train Simulator gefahren und ich habe auch angekündigt, dass wir wieder Train Simulator fahren werden danach. Aber es gibt eine sehr schlechte Nachricht. Aber ich erzähle das euch erstmal alles am Ende, denn ich habe nämlich Zeitdruck, denn erstens geht's in 6,5 Minuten los und zweitens... Scheiße, ist mir gerade aus dem Kopf gegangen, egal. Erzähle ich also auf jeden Fall nochmal alles später während der Fahrt. Ich bereite erstmal hier alles vor und dann können wir uns dann nochmal unterhalten. So, wir fahren heute, wir sind wieder in Bottrop unterwegs, das heißt, sind wir letztens mit der SB36 hier gefahren und sind dann halt hier angekommen. Und ja, deswegen fahren wir von hier aus weiter als Linie 290 zum Repeler Hof und zurück. Und das Lustige ist, hier passt mal auf, bei Repeler Hof, wo ist denn hier dieses Dings? Ach da. Hast du nur eine Minute Wendezeit. Also Ankunft und dann gleich die Abfahrt nach einer Minute. Finde ich lustig. Also Umlauf 2, das heißt, es müsste Route 2 sein. Warum auch nicht Route 1, aber werden wir dann... Wow, werden wir dann auf jeden Fall 2 sehen. Linie 29000. Route 02, wie er uns gesagt hat. Wir müssen halt, wie gesagt, wieder selber weiterschalten. Denn wir sind halt mit dem MAN... NL unterwegs. Als wir in Bad Spandau gefahren sind, sind wir mit dem Gelenkvariante gefahren. Heute nicht. Ja, deswegen gehen wir jetzt erstmal nach hinten und starten den Motor. Genau, da ist er an. Lenkrad ist eingestellt. Gehen in den Drive, lösen die Stellbremse. Für die Strecke braucht es eigentlich auch keine Hilfspfeile. Ich versuche es erstmal ohne zu fahren. Wenn ich dann halt wirklich nicht weiter weiß, benutze ich die mal halt. Ich weiß auch gar nicht, von wo ich starten muss. Ich lasse die erstmal an. Wenn wir losfahren, mache ich die dann weg. Mal gucken, ob ich dann noch zurechtfinde. Er muss ja noch Druck aufbauen. Krieg mal hin. Oh. Da ist jemand. So. Okay, hier ist dann unser Terminus, hier erhalten wir dann. Und wir starten... Ah, hier steht es Wenden. Okay, Wenden. Vorne müssen wir halten. Okay. Und ich habe gesehen, man kann auch den Bus absenken. Wirklich, den kann man absenken. Das wusste ich vorher wirklich noch nicht. Ich habe das dann halt rausgefunden. Oder zeige ich euch mal. Nämlich hier. Funktioniert nicht? Hä? Warum nicht? Na, egal. Geht's halt nicht, mir egal. Habe ich Fahrkarten an? Ja, habe ich, okay. Fahrkarten verkaufen, meinte ich. 4 Minuten geht's los. Wir haben es in Wirklichkeit 14.54 Uhr. Ich spule trotzdem vor 1, 2, 3 Minuten. Nochmal, einfach hier, so. Das wird dann halt... Na gut, dann halt nochmal ein bisschen... 30. Gut, wir können losfahren. So, jetzt können wir quatschen. Und zwar... warum kein Train Simulator? Ja, ist sehr schlechte Nachrichten. Ich habe... frisst bei mir momentan so viel Speicher, das glaubt ihr mir nicht. Und deswegen, wenn ich jetzt noch Train Simulator drauf hätte, könnte ich es spielen, aber ich hätte nicht genügend Speicher, Vitus davon zu machen.
Und das ist jetzt halt der Nachteil, ne? Das ist jetzt wirklich der beschissene Nachteil dran. Dass jetzt Bus um sie spielen können. Nächste Haltestelle, St. Antonius Hospital. Tja, deswegen müssen wir erstmal eine ganze Weile mit Omsi verbringen, alle Train Simulator-Fans. Tut mir echt leid, aber ihr wisst ja, wie die Technik ist. Die kriegt so heutzutage eh nichts geschissen. So, das ist das eine Ding. Und warum jetzt hier kein Mito kam letzte Woche? Guten Tag. Ein Erwachsenen-Ticket, bitte. 2,70. Dankeschön. Bitte. Warum kein Video letzte Woche kam, das lag daran, dass mein PC im freundlich sein, nicht funktioniert hat. Das HDMI ging irgendwie nicht, aber jetzt geht's auf einmal wieder. Wer weiß warum. Und bitte regt euch nicht auf, wenn ich lauter rede als der Bus. Bei mir ist der Bus an dem Headset lauter als ich rede. Egal. Nächste Haltestelle, Hallenbad. Alter, das ist Ding laut, ohne Scheiß. Ja, deswegen kam jetzt halt kein Train Simulator und... Nee. Scheiße, ich hätte abbiegen müssen! Scheiße, ich hätte abbiegen müssen! Nein, hätte ich nicht. Gott, bin ich stockdumm, ohne Scheiß. Na. Ja, es kam ein Video, wie gesagt, man hat im Info einen Arsch, deswegen produziere ich jetzt das Video vor. Und es ist jetzt, Freitag. Ja, heute ist Freitag. Und es beginnt jetzt die Herbstferien. In der ersten Woche bin ich im Urlaub, da fliegen wir nach Malta. Das heißt, da kommt auch kein Video. Das heißt, im Insgesamten, dass jetzt bloß erst jetzt ins 2 Wochen lang keine Videos kam, aber bringt mich deswegen hier oben, es ist halt so wie es ist und daran können wir halt einfach nichts ändern. Aber es kommt auf jeden Fall. Wir haben so viele kleine Münzen gegeben. Geht das auch in Schein? Du Schwein. Alter, was war das für ein Bug? Habt ihr das gesehen, der Spiegel? Da waren Menschen zu sehen. Oh. Hi. Ja. Wie gesagt, es ist halt so, wie es ist und daran können wir einfach nichts ändern. Ist halt ein bisschen schade, finde ich auch selber so, aber naja. Regen wir uns nicht auf, fahren wir einfach ein bisschen Bus und haben wieder mal Spaß wie. Nächste Haltestelle, Weberstraße. Genau, wie Weberstraße haben wir jetzt Spaß. Warum zur Hölle blink ich so zeitig, ey? Hallo. Tag. Moin, hallo. Und für die Leute, die selber um sich spielen, die werden wahrscheinlich die Karte nicht kennen. Ja, die werden die Karte nicht kennen, aber so ähnlich vom Aufbau, ja, denn die Karte ist nämlich eigentlich von Gladbeck. Diese Map habe ich auch, werde ich aber jetzt noch nicht fahren. Vielleicht irgendwann später, aber es gibt die Map Gladbeck, da sieht das natürlich alles anders aus und auch viel größer. Hast du mehrere Maps zusammen und die werden auch irgendwann mal fahren. Also für die jetzt nicht denken, ich kenne Gladbeck nicht, ich kenne es. Ja, sagen wir es mal so. Ich blink wieder viel zu zeitig, ja. Nächste Haltestelle, im Pintal. Im Pintal. Alter, wie flüssig das gerade auf einmal lief, ey. Ohne Kack. Und ja, was würde ich eigentlich noch sagen? Ah ja, ich muss mich auch ein bisschen sputen, denn erstens haben wir Verspätung und zweitens habe ich nicht viel Zeit zum Aufnehmen. Aus zwei Gründen, nämlich wir müssen da noch... wir kriegen da noch Besuch, das ist das eine und das andere kann ich nicht für eine längere Zeit aufnehmen. Wegen, wie gesagt, Speicher. Guten Tag. Danke fürs Rauslassen. Nächste Haltestelle,
Elbstraße im Pintal. Und was wird danach für eine Karte fahren, nach der hier? Das wird euch wirklich überraschen. Das wird euch überraschen. Das wird euch überraschen. Ja, guten Tag. Ein normalen Fahrschein. Bist du schon zu alt dafür? Egal. Fahrschein erledigt. Ich hab geraten, ohne Witz, ey. Ich hab geraten. Das könnt ihr mir ruhig glauben. Ich hätte echt zu blöd, den Bus zu überholen, oder? Die Autos hinter mir. Boah, der läuft das gerade übelst flüssig, ey. Nächste Haltestelle. Ich sollte Hilfsfälle ausmachen. Gewerbegebiet Pelzstraße. Es klingt fast genauso ähnlich wie bei uns, bloß da heißt es nicht Pelzstraße, sondern Gewerbegebiet Kaditz. Aber auch fast genauso gleich betont. Geiles Deutsch, check. Oh, ist das Ding so verschissen laut, Alter, wenn es bremst. Auch generell. Nicht nur, wenn es bremst. Können Sie bitte die Heizung anmachen? Ist ja ganz schön kalt hier drin. Oh, was du nicht sagst? Ist ja ganz schön kalt hier drin, hätte ich jetzt nie gedacht. Aber bitte, wenn ihr es wärmer haben wollt. Wir wollen ja nicht frisch werden, ne? Das ist Körperverletzung, nennt man das, ne? Das war, also, Manfred, du sollst nochmal zurück in die Schule und pomalieren lernen. Warum zurück zur Schule? Er soll zurück zu seiner Mutter gehen und das dort nochmal von ihr aberben. Keine Ahnung. Wahrscheinlich falsche Blutgruppe bekommen bei der Geburt. Ich weiß nicht, was mit dem Typ los ist. Aber es kann gar nicht sein. Da ist irgendwas falsch gelaufen bei Manfred. Das ist wirklich so. Okay, hier bin ich mir nicht so sicher. Gut. Steht nichts dran, also geradeaus. Nächste Haltestelle auf der Höhe. Das ist doch wohl die Höhe. Wir sind auf der Höhe. Ah, lustig. Jetzt gib mal Gas hier. Zeit gut machen. Meine Fresse, ist das Ding laut, ey, ohne Kack. Oh. What the fuck, Alter? Ihr habt nicht das Geringste gesehen. Das ist nie passiert. Ja, wie findet ihr die Autobahn da unten? Ich finde sie sehr geil. Vor allem die Brücke hier. Ja, herrlich. Ich weiß nicht, warum wir jetzt gerade immer noch beschleunigen. Wahrscheinlich keine Ahnung, was passiert ist. 80 Dörfer fahren. Gut, die hält eigentlich da gerade. Die geht noch rüber hier, ey. Schalten wir mal weiter, ja. Im Kampf. Haltestelle im Kampf. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr findet, was eine angenehme Bustemperatur ist. Also ihr wisst schon, wenn das Bus einsteigt, draußen ist kalt und ihr wollt euch gut erwärmen im Bus. Erwärmen. Wie komme ich auf erwärmen? Ich meine aufwärmen. Was ihr denkt, was da eine gute Temperatur da ist. Schreibt es mal in die Kommentare. Und immer in die Kommentare Rechteck for Business. Das wollt ihr nie vergessen. Unser YouTube-Motto. Mein Lenkrad hält nicht fest am Tisch. Auf dem Tisch. Tisch. Fisch. Nicht fest. Ja. Ich glaube, ich muss links, oder? Nee, rechts. Oh, fast verfahren, ey. Vorsicht! Mein Fehler.
wenn man sich zu sehr auf sein Gedächtnis verlässt, kommt sowas dabei raus. Nicht so viel. Vater, Mutter, Sohn. Und Manfred. Ich glaube, wir können die Auto wieder ausmachen. Das reicht. Kuhberg, Alter, was? Wer kommt bitte auf diesen Namen, ey? Gut, hier weiß ich auf jeden Fall, dass wir links müssen. Alter, was macht die Bremse? Ich hab gar nichts gemacht, ey, ohne Kack. Ich war nur leicht auf der Bremse, dann macht das Ding so eine Vollbremsung. Was ist denn das für eine Logik? Hier ist keiner, also weiter. Nur 50? Warum auch immer? Nächste Haltestelle, Hohes Feld. Ist da jemand? Nein. Gegenkurs. Nächste Haltestelle, die Kraskamp. Wir haben übrigens Zeit gut gemacht, falls euch nicht aufgefallen sollte. Aufgefallen sein sollte. Auf der Linie fahren, glaube ich, 3 Busse mit uns. Aber auch nur Solo-Busse. Deswegen habe ich auch den genommen. Bloß halt mit einem anderen Design, weil mit dem Gelenkbus hatten wir ja schon dieses eine. Warum mal nicht was Neues? So, links. Genau. Ich bin gar nicht auf der Bremse und das Ding bremst, Alter. Was ist los, ey? Ist das Pedal kaputt? Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass es kaputt ist. Aber was mich aber auch wundert, ist, dass das Spiel so flüssig läuft. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, die Aufnahme läuft. Komisch. Naja, das tut besser, ne? Und wir fahren 10 km zu schnell. Wie Kraskamp. Plus 30. Warum denn das? Was ist das? Okay, jetzt ruckelt's. Ich glaube, in der Nähe auch ein Bahnhof ist. Ich hoffe, es wird besser. Nach der Stelle hier. Das glaube ich immer nur hier an dieser Stelle. Und jetzt passt mal auf, wir fahren jetzt eine kleine Schleife. Wir fahren rechts rein, kommen aber rechts wieder raus, fahren dann geradeaus. Von hier aus gesehen. Wir sind bloß 30, aber ehrlich gesagt habe ich da keinen Bock drauf. Haltestelle, Schlossgasse, Bahnhof. Gehen wir fahren jetzt geradeaus und hier würden wir jetzt dann rechts rauskommen. Seht ihr dann schon noch? Oh. Nee, nicht bremsen, was bremst du denn? Verdammt nochmal. Nicht drängeln, jeder kommt rein. Denkt ja nicht, ich hab's nicht gesehen. Wir sind zu früh, aber ist mir ehrlich gesagt kackegal.
hier oben meine Minute Pause genießen. Und jetzt fahren wir hier rechts und dann nochmal rechts und dann wieder links. Und dann wieder rechts. Nächste Haltestelle, Dorstener Straße. Bis dahin sind es, glaube ich, laut Fahrplan 4 Minuten, alles klar. Gut, jetzt rechts. Fuck, mein Lenkrad geht ab. Gib Gas! Seht ihr, warum wir nicht gewartet haben? Jetzt hätten wir schon wieder Verspätung. Warum auch immer. Alter, ich bremse noch nicht mal, Alter! Mein Gott! Was ist denn los mit dem Bremsen hier? Das kann aber nicht wahr sein. Bäm. Was? Der Bus ist ein bisschen laut, ich habe gerade nichts verstanden. Wir tun einfach mal so. Obwohl ich wirklich gerade nichts verstanden habe. Das ist die Wahrheit. Bitte was? Gut, hier geradeaus. Ja. Also dort vorne. What the fuck, Alter? Was? Ich hab's grad. Wo ist der? Da fährt der Arsch einfach weiter. Wo, wo gibt's denn sowas? Oh. Hi. Das war ein Kumpel von mir, der hat eine Taxifirma. Wenn man halt einmal nicht aufpasst, ne? Leute, das. Ich bremse. So eine Pisse auf das Bremspedal. Auf gut Deutsch nur eine Feder weich. Und das habt ihr ja gerade gesehen, was da abgeht. Das ist ein absolutes No-Go, ist das. Okay, das war ein bisschen. Diese eine Minute holen wir raus, wenn wir hier Vollgas geben. Glaubt mir das mal. Okay, bin ich mir wieder ein bisschen unsicher. Ach nee, ist ja gar nichts. Ich bin ja schlau. Ja, dann fahr doch mal zu hier. Seht ihr, schon einmal wieder eine halbe Minute Zeit gut gemacht. Das war gerade irgendwie die falsche Betonung, aber ist mir kackegal. Komm, wir wagen uns, wir wagen es, wir wagen es, wir wagen es. Überhol mal, Nova! Kacke, da kommt ein Auto! Danke fürs Warten. Guck mal, da ist ja noch einer. Ist wieder der Gegenkurs hier. Hallo. Hallo. Hi. Ach nee, das war die 188, das ist gar kein Gegenkurs. Der vom Mobilpark, den wir zuerst gefahren sind, glaube. Mhm. Gut. War also doch richtig. Links, rechts. Rechts. Da fährt er weg. Come on.
Okay, gerade eben gegen das Gaspedal hier. What the fuck? Ich hab das Gefühl, bald geht gar nichts mehr hier. Warum zur Hölle ist der Blinker aus? Ich hab ihn doch angemacht. Nächste Haltestelle, Baumholt. Ich gebe bewusst kein Gas und bremse auch nicht, wenn ich eine Haltestelle ansage als weiter schalte, damit ihr auch mal hört, was der da quatscht. Und wie. Nächste Haltestelle, Abzweig Ekel. Wollte da jemand aussteigen? Oh mein Gott! Ich gucke jetzt mal, wo ich den Bus absenken kann. Guck mal, wo ich den absenken kann. Denn ich hab nämlich. Ja, auf einmal geht's oder was? Hallo. Alter, was war das? Ja, es gibt Gas. Jawohl, wir sind da. Nächste Haltestelle, Lepeler Hof. Diese Linie fährt als Linie 290 wieder zurück nach Kirchhellen über Feldhausen Bahnhof. Moment. Ich drücke jetzt leider mal auf Q, nämlich jetzt, und passt mal an der Schilderung. Ach nee, stimmt, das ändert sich ja nicht, das ist ja beides dasselbe. Ja, egal. Genau. Es geht nämlich gleich wieder zurück. Bei solchen Haltestellen muss man einfach Warnblinker machen. Wenn es mal länger dauern dauern sollte. Wir können auch wieder losfahren. Und zurück geht's. Moment mal. Ich will mal erst was nachgucken. Gut, das geht ja schon fast eine halbe Stunde. Das ist... nicht gut. Das heißt, wir sputen uns. Nächste Haltestelle, Lepeler Weg. Gib Gas, Baby! Ich weiß, es ist zwar zu früh, aber wir können ja immer noch Zeit vorspulen, so ist es ja nie. Ich schätze eh so gut wie eh niemand ein, / aus. Na, sag mal nur ein. Nächste Haltestelle. Borne Allee, Bubenpark, Germany. Parkplatz. Okay. Borne Allee, Moviepark, Germany. Parkplatz. Davon will ich mich aber selbst überzeugen. Scheiß drauf. Kenn ich nicht. Ist eh keiner am Bus, der rummeckern kann. Okay, das schaut schon mal sehr nach dem Parkplatz aus. Findet ihr nicht auch? Da steigen auf jeden Fall welche ein, oder? Ja. Wusste ich's doch. Come in, come in. In the hell. Hallo. Hallo, sorry, dass ich so weit weg bin. So, ich zeige euch das jetzt mal kurz hier.
Das ist der Parkplatz. Ja, gut. Und wo ist der Moviepark? Moment mal. Und wir sind... What? Die 188 fährt geradeaus bis Dorstener Straße. Wir fahren jetzt so, so und so. Ja, lol, ne? Finde ich mal gar nicht so schlecht. Eine Minute vorspulen. Machen wir mal lieber so hier. Hallo. Digga. Los geht's. Mein Gott, ruckelt das gerade. Voll fett. Ich hätte gerade gesagt, scheiß aufs Anhalten, wenn hier ein Stoppschild wäre. Aber hier ist eine Ampel. Von daher können wir es also nicht machen. Wäre auch zu schön, wenn hier keine Ampel wäre. Okay, die Fußgänger haben gerade rot bekommen. Das heißt, wir können gleich Vollgas geben. Jetzt, ja. Genau, hier ist irgendwo ein Bahnhof. Nächste Haltestelle. Feldhausen Bahnhof. Sie haben Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr nach Gladbeck, Essen und Dortmund. Will der mit? Dann nicht. Ich will mal gucken, wo hier der Bahnhof ist. Wo sind wir da? Ah. Da ist er. Das heißt, der müsste einfach nur dahinter gehen, dann müsste hier. Geil. Okay, das wird jetzt blöd, wenn uns ein Auto entgegenkommt. Zum Glück aber nicht. Gerade noch so, würde ich sagen. Nächste Haltestelle, Lobrauchsweg. Lobrauchsweg. Dass ich nicht lach. Ich hätte verstehen können, dass er Kinder ist. Einfach fahren. Ich muss links abbiegen. Fast vergessen. Ich wäre jetzt gerade ausgefahren. Mann. Frau. Nächste Haltestelle. Schlossgasse Bahnhof. Das Lenkrad spackt wiederum. Ja, wenn die Bremsen nicht wären, da würden wir es voll in ein Haus fahren. Ihr kennt mich doch. Hallo. Achso, normalen Fahrschein. Ja, genau. 72. Willst du mich verarschen? 3 Stufe A und der will eine Kurzstrecke? Ich hätte eigentlich eine andere Fahrkarte. Der hat doch eindeutig gesagt, er will eine 3 Stufe A und da. Dann steht dort, der will eine Kurzstrecke. Hä? Es gibt Dinge, die du einfach nicht verstehen musst, oder? Wir haben jetzt voll fett Verspätung, ich hoffe, die holen wir irgendwie raus.
von draußen. Warum aber die jetzt schon aufsteht, verstehe ich nie. Herr Bortwitz, warum auch immer die jetzt aufsteht, verstehe ich nie. Das ist reiner Zufall gewesen, das habe ich mir nicht ausgedacht. Wirklich. Das Kennzeichen von Berlin. Auf dem Bus hinten. Warum nicht, ne? Okay, das kannst du halt scheiße abschätzen, wie weit du vorfahren musst, weil die Kameraperspektive, ja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Wenn nicht, seid ihr dumm. Nee, alles gut. Nächste Haltestelle, Vikas Kampf. Falsche Taste. Nächste Haltestelle, Hohes Feld. Hohes Feld. Ich habe mich gerade voll erschrocken, als ich den Sound gehört habe, ohne Kack. Mein Gott! Nur wegen diesem verbackten Lenkrad. Da war es schon wieder. Gut, scheiß aufs Gucken. Einfach rum die Kiste. Aber gut, das habe ich jetzt gehört. Mein Gott, fallen Sie scheiße, das habe ich gehört. Ich meine, wer hört sowas nicht, ne? Wirklich, wer hört sowas nicht? Boah, wäre das scheiße. Ach nee, das war die andere Frau. Trotzdem dasselbe. Will keiner einen aus. Super, weiter geht's. Kuhberg. Nächste Haltestelle. Kuhberg. Ja gut, die Ampel ist so gut wie immer grün, weil hier eh keine Fußgänger rübergehen. Die Ampel macht ja auch übrigens gar keinen Sinn. Nächste Haltestelle im Kampf. Muss man das Lenkrad wieder neu zentrieren. Und zwar mit einer ganz bestimmten Technik. Wenn wir halten. Wisst ihr was? Das machen wir am besten jetzt. Nämlich kurz das jetzt schon nämlich übelst fett an. So, ich hoffe, jetzt geht's. Ja, so ein bisschen besser, ja. Auf jeden Fall besser. Nächste Haltestelle auf der Höhe. Okay, das war ein bisschen... Ja. Ich hoffe, ihr habt das nicht gesehen. Der Meister, hahaha.
Meine Fresse, ist der Bus laut! Oh Gott. Bin ich aber schick gemacht hier links, der Fußweg. Ich finde ihn irgendwie voll schick. Beachten wir bitte nicht auf diese Straßendinger hier. Das interessiert uns nämlich nicht, denn das habe ich schon mal erwähnt. Mein Gott, sind wir zu früh, Alter. 2 Minuten, das spule ich mal ein bisschen vor. Was ich wieder mal bereuen werde. Oh, oh mein Gott. Gewerbegebiet Pelzstraße. Gewerbegebiet Pelzstraße. Als SB16 müssten wir jetzt links. Oder auch als 36. Oh mein Gott, war das knapp. Ach, wieder keiner. Oh, jetzt steigt jemand aus, ne? Genau. Wir können vielleicht noch mal ein bisschen den Bus noch mal ein bisschen aufheizen. Dann ist er wieder fast 18 Grad. Machen wir mal auf 20. Mal gucken, ob es dann vielleicht gut ist. Ein bisschen schnell für die Kurve. Guten Tag. Guten Tag. Ich wollte gerade sagen, sind nicht nur die Kinder höflich. Sehen Sie an. Wer hätte es gedacht? Also da vorne ist die nächste Haltestelle. Die kann man von hier aus schon sehen. Im Pintal. Lol. What the fuck, Alter? Halt die Fresse da hinten. Okay, das ist. So, besser. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. 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 Die nächste müsste, glaube ich, Weberstraße sein. Gut, Heizung reicht. Weberstraße. Yep. Ich lag vollkommen richtig. Oh, oh mein Gott! Nicht schon wieder! Ich frage mich nur, was mit dem Pedal los ist, ey. Ohne Kack, das... Das geht gar nicht. Ich meine, ich fahre auch schweinig, ne? Das ist... Das gebe ich ehrlich zu. Aber was macht man nicht, um ein so kurz wie möglich zu machen, das Video zu machen? Ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Ich erkläre es nicht nochmal. Ist mir zu blöde, das nochmal auf Deutsch zu interpretieren. Könnte ich aber. Moin, moin. Ein Fahrschein, bitte. Du bist aber nicht so alt, dass du dafür ein... Egal. Setz dich hin, halt die Klappe.
fuck. Toll, der Hustensatz hat's wieder voll verkackt. Schönen Dank, Kackhusten. Gern geschehen. Wo muss ich lang? Geradeaus. Gegos. Nächste Haltestelle, Hallenbad. So, das war für ein Soundbug, Alter. Links! Was, wer hat auf den Dom geschissen? Oh mein Gott, ich bin... Auf den letzten... Alter, warum fahre ich rückwärts? What the fuck? Auf die letzten paar Meter kacke ich aber risch ab, ohne Witz. Schnell die Kaktür zu, danke. Wachs dich ja, mich zu überholen, Alter. Nächste Haltestelle, St. Antonius Hospital. SB16 rechts. Gerade eben. Warum sage ich unbedingt diese Linie an? Weil ich irgendwie voll high drauf bin, diese zu fahren. Mit euch. Jawohl, grüne Welle, so muss und nicht anders. Oh, da hat jemand keine Linie, das finde ich auch gut. Da wollte Leute drinnen sitzen. Creepy. Warum steigt hier niemand ein? Ja, Fragen über Fragen, die wir uns selbst nicht beantworten können. Ach so, stimmt. Haltestellenbremse raus. Und der Typ schafft es immer noch nicht, mich zu überholen. Der hinter mir. Nächste Haltestelle, Schulze-Delitz-Straße. Bitte achten Sie auf die Anzeigen am Bussteig. Diese Linie endet hier. So, jetzt haben wir nichts mehr geschildert. Das heißt, dann steckt eh keiner mehr ein. Wobei, wir könnten ja als Ziel... Wo ist denn ihr Ziel? Oh. Mach ich dann. Was war das gerade für ein Sound, Alter? So, steigt mal raus. Denn ich fahre nämlich wieder rein, wo wir gedingst haben. Das heißt, das brauchen wir nicht mehr. Gut, wo ist das Ziel? Hier. 2. Genau. Vielleicht noch mit einem kleinen X dazu. Genau, so ist das schöner. So, dann fahren wir mal. Ich würde sagen, wir kürzen ab. Denn hier können wir nämlich irgendwie hochfahren. So, genau. Ist sie bei uns ein Flugzeug oder warum klingt das so komisch? So, gehen nach hinten, machen den Motor aus. Nice. Gut, ja, das hätte ich mir schon denken können. Funktioniert das wenigstens? Okay, du kannst nicht mal empty einfügen. Ist ja auch egal. Bleibt halt so.
Und ich würde sagen, wenn das wieder auf jeden Fall. Moment. Ja, dann haben die Elektriker aus. Gerne raus. Dazu. Jetzt. Kacke, war der Bus laut, Alter. Kurz die Kopfhörer absetzen. Und chillen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen kostenlosen Abo da und abonnieren. Und abonniert die Glocke, genau. Aktiviert die Glocke, und damit ihr auf dem neuesten Stand bist. Bis zum nächsten Mal. Bauen Sie 2 Euro rein. Bis dann. Ciao. Deutschen werden Träumchen.